Ich habe das letzte Mal wieder zu viel geredet, darum sind wir immer noch bei Funktionen, obwohl ich eigentlich schon weiter sein wollte. Und das wird uns auch heute die meiste Zeit beschäftigen. Obwohl ich gern schon weiter sein wollte, habe ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir nochmal so ein bisschen wiederholen. Damit fangen wir jetzt mal an. Ich habe Ihnen hier 4 Relationen hingeschrieben und wir wollen zur Wiederholung uns jeweils nochmal überlegen, erstmal ist das eine Funktion, was da steht, und dann können wir unabhängig davon, ob das eine Funktion ist oder nicht, auch jeweils angeben, was der Definitions- und der Wertebereich von diesen Dingern ist, weil das ja auch bei Relationen möglich ist. Darum würde ich sagen, überlegen Sie erstmal kurz, gucken sich die Dinger an, denken Sie dran, mein Tipp ist ja immer, schreiben Sie sich einfach mal so ein paar Paare hin von dem Ding und dann überlegen Sie, ist das eine Funktion oder springt mir da ein Gegenbeispiel entgegen, und dann überlegen Sie Definitionsbereich, Wertebereich, das war ja einfach die Menge der linken Komponenten bzw. die Menge der rechten Komponenten. Ich glaube, das ist bei all diesen Beispielen nicht so schwer. Und ich bin ganz gespannt, was Sie rauskriegen. Fangen wir mal mit der ersten an, F0. Ist das eine Funktion? Ja. Ich schreibe die nochmal anders hin. Wir hatten das ja auf mehrere Arten hingeschrieben, Identität. Die kann man ja auch so schreiben. Und eine ganz einfache Regel, nach der man Funktionen erkennen kann, wenn sie sozusagen sinnvoll hingeschrieben sind, wenn man eine Rechenvorschrift hat, ist, wenn man die Paare so hinschreiben kann, dass links eine Variable steht, zum Beispiel x, und rechts steht ein Term, in dem nur x vorkommt. Das heißt, Sie haben rechts schon stehen, wie der Funktionswert aus dem x berechnet wird. Hier können Sie also direkt eine Abbildungsvorschrift hinschreiben. Das ist nämlich die hier. X wird auf x abgebildet. Das ist die einfachste Funktion, die man sich überhaupt vorstellen kann, außer vielleicht noch konstante Funktionen. Und wenn Sie in der Lage sind, so eine Rechenvorschrift hinzuschreiben, die man hier direkt dem Ding ablesen kann, dann ist das eine Funktion. Was ist der Definitionsbereich? Man kann hier natürlich alle natürlichen Zahlen einsetzen. Steht ja hier, ja, das kann man auch direkt ablesen. Und was ist dann der Wertebereich? So, okay. Die nächste, ist das eine Funktion? Nein, das stimmt schon mal. Können Sie mir ein Gegenbeispiel sagen? Also 2 Paare, an denen man sieht, dass es nicht so ist? Denken Sie daran, versuchen Sie immer mit einem konkreten Gegenbeispiel zu argumentieren. Nicht irgendwie labern, sondern einfach sagen, ich kann 2 Paare nennen, bei denen das kleine Männchen verwirrt ist. 1 und 2 ist da drin, weil 1 kleiner als 2 ist. 1 und 3 ist da drin, weil 1 kleiner als 3 ist. Wenn wir jetzt dem kleinen Männchen sagen würden, was kommt raus, wenn ich 1 einsetze, dann wüsste es nicht, was es antworten sollte. Also es ist keine Funktion. Trotzdem kann man Definitions- und Wertebereiche angeben, denn wir hatten das ja allgemein für Relationen definiert. Alle linken Seiten, alle rechten Seiten. Also muss hier n stehen. Die rechten Seiten, was ist mit denen? Da müsste n plus stehen. Denn hier stehen ja nur Paare, bei denen der rechte Term größer als der linke Term ist. Das heißt, y kann nicht 0 sein, denn was sollte dann x sein? Was für ein Paar sollte das sein? Also kleiner, subtiler Unterschied. So, was ist mit der nächsten? Da ist jetzt nicht einfach so direkt eine Abbildungsvorschrift zu sehen. Könnte das trotzdem eine Funktion sein? Was meinen Sie? Da stimme ich Ihnen zu, das ist eine Funktion. Können Sie mir auch eine Abbildungsvorschrift sagen? Also wenn ich jetzt das hinschreiben würde in der Form x wird abgebildet auf irgendwas, dann kann ich das ja nicht so hinschreiben, weil jetzt links ja nicht x steht. Ja, es ist einfach x minus 1. Wie komme ich sozusagen von links nach rechts? Hier bin ich von rechts nach links gekommen, so funktionieren Funktionen normalerweise nicht. Hier müsste ich also erst sagen, was ist mein x? 5, dann ist die linke Seite 6. Aber das ist natürlich in diesem Fall ganz simpel zu sehen. Ich kann das auch umgekehrt hinschreiben und bekomme dann das. Definitionsbereich, was kann ich links hinschreiben? Da kann ich alle reellen Zahlen hinschreiben. Wertebereich, was kann da rauskommen bei dieser Funktion? Natürlich alle reellen Zahlen. Aber wenn das vielleicht nicht so völlig klar ist, können wir uns ja nochmal überlegen, wie kann ich denn begründen, dass da alle reellen Zahlen rauskommen? Ich gebe mir irgendeine reelle Zahl vor, zum Beispiel y, von der ich noch nichts weiter weiß, außer dass ich mich frage, kann die da rauskommen? Y muss die Form x minus 1 haben. Denn das sind ja die Funktionswerte. Und jetzt kann ich mich fragen, wie muss x aussehen, damit ich dieses y rauskriege? Naja, ganz simpel. Ich muss auf beiden Seiten 1 addieren. Dann steht hier y plus 1 gleich x. Das heißt, was ich mir gerade überlegt habe, ist, wenn ich irgendein y rauskriegen will, dann muss ich einfach zu dem y 1 dazuzählen und kriege das zugehörige x. Darum kann jede reelle Zahl vorkommen, weil wenn ich eine 1 dazuzähle, ich wieder eine reelle Zahl habe. So, die letzte ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht nur um Zahlen geht. Da geht es um Mengen, die Teilmengen der Menge der natürlichen Zahlen. Ist das eine Funktion? Sie würden sagen nein, ich würde auch sagen nein. Können Sie mir auch ein Gegenbeispiel sagen? Das ist ja wieder so ein Ding, wo das extra so aufgeschrieben wurde, dass man von rechts nach links gehen muss. Und das heißt, Sie fangen rechts an, setzen da irgendeine Teilmenge ein, das ist Ihr A,
Und egal, ob Sie n ohne die Zahl 42 einsetzen oder alle natürlichen Zahlen, in beiden Fällen wird die 42 weggenommen. Einmal war sie schon weg und einmal wird sie weggenommen. Das heißt, links bekommen Sie das Gleiche raus. Und jetzt haben Sie wieder das Problem, eine Funktion wird das nicht, weil das kleine Männchen nicht weiß, was es tun soll. Trotzdem können wir uns natürlich fragen, wie Definitions- und Wertebereich aussehen. Fangen wir mal in diesem Fall vielleicht mit dem Wertebereich an. Was kann rechts stehen? Die Menge aller Teilmengen von n. Das steht ja hier. Für a dürfen Sie jede Teilmenge von n einsetzen. So, das wird jetzt ein bisschen schwieriger für die linke Seite. Was kann auf der linken Seite auftauchen? Da können nicht alle Teilmengen von n auftauchen. Genau, es können nicht die Teilmengen auftauchen, in denen die Zahl 42 drin ist, weil die ja immer weggenommen wird. Und die einfachste Möglichkeit, das hinzuschreiben, ist, dass Sie sagen, wir nehmen alle Teilmengen von dieser Menge. Alles, was eine Teilmenge von n ohne 42 ist, kann natürlich vorkommen. Denn ich brauche ja nur irgendeine Teilmenge zu nehmen, in der die 42 nicht drin ist, nenne die a. Wenn ich dann 42 rausnehme, dann bleibt sie so, wie sie ist. Also taucht sie auf der linken Seite auf. Ganz simpel. Das war ein bisschen Wiederholung. Und jetzt fangen wir mit neuen Begriffen an. Wir haben eine Funktion von a nach b. Das war ja unsere Abkürzung dafür. Also eine Funktion, deren Definitionsbereich a ist und deren Wertebereich eine Teilmenge von b ist. B ist die Zielmenge. Und wir nehmen uns eine Teilmenge c des Definitionsbereichs und eine Teilmenge d des Wertebereichs. Und bevor ich jetzt die Definition aufschreibe, um die es gehen soll, will ich vielleicht nochmal was vorwegschicken. Erstens, wir werden speziell heute einen ganzen Haufen Definitionen sehen. Das wird Sie vielleicht am Anfang so ein bisschen überwältigen. Und zweitens stellt sich dann immer die Frage, wie man mit solchen Sachen umgehen soll. Darum wiederhole ich nochmal was, was ich schon öfter gesagt habe. Lernen Sie nicht irgendwelche Dinge auswendig, sondern versuchen Sie bei diesen Dingen immer ein Bild vor Ihrem inneren Auge entstehen zu lassen. Darum bringe ich auch immer Beispiele und versuche Skizzen zu malen. Ich werde Ihnen jetzt gleich diese Definitionen aufschreiben und ich habe die nicht auswendig gelernt und die stehen auch nicht auf meinem Zettel. Auf meinem Zettel steht nur, was ich aufschreiben will, aber nicht, was jetzt gleich ich hier hinschreibe. Und ich kann das hinschreiben, weil ich weiß, was damit gemeint ist. Darum kann ich mir die Definition wieder zusammenbasteln und muss sie nicht auswendig lernen. Das würde auch gar nichts bringen, weil es sinnlos ist, etwas auswendig zu lernen, was Sie nicht verstanden haben. Das wäre so, als würden Sie irgendwelche chinesischen Wörter lernen, obwohl Sie nicht Chinesisch können. Das vergessen Sie wieder, das bringt überhaupt nichts. Ich fange also erstmal mit der formalen Definition an und dann überlegen wir uns, was damit gemeint ist und wie man das vielleicht grafisch sich vorstellen könnte. F von C, das Bild von C unter F nennt man das auch, wobei hier eckige Klammern stehen. Damit ist gemeint, die Menge aller Funktionswerte, die ich bekomme, wenn ich nur Argumente aus C einsetze. Und entsprechend ist f hoch minus 1 von d die Menge aller Argumente, die ich einsetzen kann, für die Funktionswerte rauskommen, die aus d sind. Vielleicht ein Bild dazu, um das klar zu machen. Das ist eine Funktion, die hier zu sehen ist. Links soll die Menge a sein, der Definitionsbereich. Da sind 5 Elemente drin. Ich gebe denen jetzt gar keinen Namen. Und rechts sehen wir die Zielmenge b, bei der wir auch sehen, dass ein Element gar nicht getroffen wird. Das hier, dies hier wird doppelt getroffen. Man kann an dem Pfeildiagramm sehen, was f macht. Wie ist das jetzt gemeint mit f von c? Sie greifen sich eine Teilmenge von a raus, das wäre unsere Menge c, und dann gucken Sie einfach sich alle Funktionswerte an, die Sie bekommen, wenn Sie Werte aus c einsetzen. Das heißt, Sie setzen diesen Wert ein, dann kriegen Sie das hier. Sie setzen diesen Wert ein, kriegen Sie nochmal das hier. Und dann setzen Sie diesen Wert ein, dann kriegen Sie das. Und mehr kommt nicht raus. Das heißt, das hier, diese Menge wäre das Bild von c unter f. So ist die erste Definition gemeint. Vielleicht mal, um das mit dem Verständnis gleich zu testen, wenn ich für c, was ja nicht verboten wäre, ganz a einsetzen würde, was würde ich dann denn rausbekommen? Der Wertebereich kommt raus. Wenn ich für c ganz a nehme, dann kommen natürlich alle Funktionswerte raus, die überhaupt möglich sind. Und das ist das, was man den Wertebereich nennt. Das schreibe ich vielleicht nochmal als Randbemerkung hin. F von a ist natürlich der Wertebereich von f. So, jetzt das gleiche Bild nochmal und jetzt überlegen wir uns, wie das mit dem f hoch minus 1 gemeint ist. Das nennt man das Urbild der Menge unter f. Da greifen wir uns jetzt auch wieder irgendeine Teilmenge raus. Nehmen wir zum Beispiel mal die hier, diese drei Punkte. Das wäre eine Teilmenge von b, die wir in diesem Fall d nennen. Und jetzt sollen wir nach Definition gucken, welche Werte kann ich für x einsetzen, damit Bilder rauskommen, die in d liegen, in dieser grünen Menge. Da gehe ich im Geiste alles hier links durch. Dieses Ding geht hier rein, also der gehört dazu. Dieses Ding geht hier rein, also der gehört dazu.
dieses Ding geht hier rein, also der gehört auch dazu. Dieses hier geht nicht in die grüne Menge rein, also gehört das nicht dazu. Und dieses hier geht auch nicht in die grüne Menge rein, also gehört das nicht dazu. Das bedeutet, diese Menge hier wäre das, was wir f hoch minus 1 von d schreiben würden mit eckigen Klammern. Das Urbild von d unter der Abbildung f. Vielleicht noch ein paar Beobachtungen, die man hier machen kann. Hier oben haben Sie gesehen, die Menge rechts, also das Bild von C, kann weniger Elemente als die Menge links enthalten. Das liegt daran, dass die beiden auf dasselbe abgebildet wurden. Und auch hier besteht keine 1 zu 1 Korrespondenz zwischen den Mengen. Denn dieses Ding hier, wo jetzt mein Stift drauf ist, hat ja für zwei Elemente auf der linken Seite gesorgt, während dieses Ding hier für überhaupt nichts gesorgt hat. Sie können sich das so vorstellen, dass bei diesem f hoch minus 1, bei dem Urbild, Sie sozusagen zurückbeamen. Aber weil eine Funktion natürlich in der Richtung von rechts nach links keine eindeutigen Pfeile haben muss, kann es erstens passieren, dass von einem Punkt mehrere Wege zurückgehen, so wie hier, und es kann passieren, dass von manchen Punkten auch gar nichts zurückgeht. Gucken wir uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel dazu an. Eine ganz simple Funktion, die Funktion, die einfach zu jeder natürlichen Zahl 1 dazu zählt, das wäre also sowas wie f von 3 ist 4 und f von 41 ist 42 und so weiter. Und wir wollen jetzt mal uns ein paar Beispiele überlegen dafür, wie solche Bilder oder Urbilder aussehen. Was ist denn zum Beispiel f in eckigen Klammern von der Menge Singleton 0? Da muss ich ja Mengen einsetzen. Das ist die Menge aller Funktionswerte, die rauskommen können, wenn ich eine von den Zahlen aus dieser Menge hier einsetze. Und hier sind ja nicht viele Zahlen drin in dieser Menge. Genau. Das ist jetzt wirklich total banal. Wenn Sie da einzelne Zahlen einsetzen oder einzelne Objekte, dann kommen natürlich auch Singletons raus bei Funktionen. Denn das bedeutet ja gerade, dass Sie es mit einer Funktion zu tun haben. Darum machen wir es jetzt mal ein bisschen interessanter und nehmen zum Beispiel die folgende Menge. G soll sein die Menge der geraden Zahlen. G wie gerade. Das heißt die Menge der 2n, n aus n. Und jetzt fragen wir uns mal, was kommt hier raus, wenn ich nur gerade Zahlen einsetze? Was für Funktionswerte kommen bei dieser Funktion raus, wenn ich nur gerade Zahlen einsetze? Da kommt die Menge aller ungeraden Zahlen raus, weil diese Funktion offensichtlich aus geraden Zahlen ungerade Zahlen macht. Also hier kommt raus u, wobei u für ungerade Zahlen steht, kann ich am einfachsten so schreiben, die natürlichen Zahlen, die nicht gerade sind. Und hier können wir auch nochmal uns das fragen, was ich eben schon gesagt habe, aber wir können es nochmal am konkreten Beispiel uns überlegen. Wir hatten eben ja schon gesagt, was hier rauskommen muss, wenn ich den ganzen Definitionsbereich einsetze. Aber welche Menge kommt hier jetzt konkret raus? Da kommt n plus raus, denn ich zähle ja immer einen dazu. 0 kann ja nicht rauskommen. Dann müsste ich ja minus 1 einsetzen, aber minus 1 gehört nicht zum Definitionsbereich. Und wir hatten uns eben überlegt, das ist natürlich der Wertebereich von f, weil ich hier den ganzen Definitionsbereich eingesetzt habe. Was ist f hoch minus 1 von u, also das Urbild der Menge der ungeraden Zahlen? Das sind alle geraden Zahlen. Dieses hier bedeutet, was kann man einsetzen, damit ungerade Zahlen rauskommen? Die geraden Zahlen. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein Beispiel, das ist absichtlich ein bisschen seltsam und konstruiert, weil ich damit auch auf einen bestimmten Punkt hinaus will. Das ist eine ganz einfache Funktion, die nur aus zwei Paaren besteht. Und ich versuche jetzt mal, die schön ordentlich hinzuschreiben, damit Sie die Klammernsorten unterscheiden können. Das ist offensichtlich eine Funktion, die macht nur zwei Dinge. Sie können 42 als Eingabe nehmen, dann kommt 1 raus. Sie können Singleton 42 als Eingabe nehmen, dann kommt 2 raus. Die Zahl 42 und Singleton 42 sind zwei verschiedene Objekte, also ist das eine Funktion. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, fangen wir vielleicht mal mit Dingen an, die wir letzte Woche schon gemacht haben. Was ist der Definitionsbereich dieser Funktion? Genau, die beiden zusammen in einer Menge, ne? Das müsste ich dann so schreiben. Was ist der Wertebereich dieser Funktion? Da können nur die beiden Zahlen 1 und 2 rauskommen. Wenn ich in diese Funktion Singleton 42 einsetze, was kommt dann raus? 2. Steht ja da. So, und jetzt, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe, wenn ich das jetzt mit eckigen Klammern mache, dann ist das ja anders gemeint. Der entscheidende Punkt ist, hier sind runde Klammern und hier sind eckige Klammern. Das, was wir gerade gelernt haben, das Bild der Menge Singleton 42 unter G. Was kommt da jetzt raus? Zunächst mal, ich sage es vorher schon, da muss jetzt eine Menge rauskommen. Diese Sachen mit eckigen Klammern sind immer so gemeint, dass es um Mengen geht. Aber welche Menge kommt hier raus? Hier kommt jetzt Singleton 1 raus, denn gemeint ist damit das Folgende. Ich gehe durch die Elemente dieser Menge durch und gucke, welche Bilder die haben. Das einzige Element dieser Menge ist aber die Zahl 42. Die Zahl 42 geht auf 1,
Und all diese Bilder, in diesem Fall nur eins, sammle ich in einer Menge, also kommt hier Singleton 1 raus. Ich reite auf diesem konstruierten Beispiel deswegen so rum, weil man daran sieht, dass man unterscheiden sollte zwischen den runden und den eckigen Klammern. Das machen aber ganz viele Leute nicht. Sie werden leider sehr viele Bücher finden, in denen die Autorinnen und Autoren für dieses hier das schreiben und für dieses hier das schreiben. Die nehmen also auch dafür einfach runde Klammern. Wie Sie eben an dem Beispiel gesehen haben, kann man relativ leicht sich Funktionen basteln, bei denen man sieht, dass es keine gute Idee ist, die gleiche Schreibweise für beides zu nehmen. Aber ich kann es nicht ändern. Ich glaube, sogar die Mehrheit der Bücher nimmt dummerweise diese Klammernschreibweise. Das liegt natürlich daran, dass solche konstruierten Funktionen nicht so oft vorkommen, aber sie können vorkommen. In der höheren Mathematik, zum Beispiel in der Topologie, gibt es tatsächlich solche Funktionen. Und dann steht man so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich ärgere mich da immer drüber, wenn ich das sehe, aber ich werde es nicht mehr ändern. Die meisten Leute machen das aus meiner Sicht falsch. Ich kann das nochmal hinschreiben, auf die Gefahr hin, dass einige völlig verwirrt sind. Das würde dann so aussehen. Und leider weiß ich, dass viele Leute offenbar Probleme damit haben, wenn verschachtelte Mengenklammern auftauchen. Aber eigentlich ist da überhaupt keine Zauberei dabei. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn in einem algebraischen Ausdruck verschachtelte Klammern vorkommen. Man muss die halt vor seinem inneren Auge so ein bisschen auflösen. Okay, nächste Definition jetzt aber. Wir haben eine Funktion von a nach b und wir haben wieder eine Teilmenge des Definitionsbereichs, die ich auch wieder c nenne. Und was wir jetzt machen, nennt man die Einschränkung oder Restriktion von f auf diese Menge. Da gibt es verschiedene Schreibweisen. Ich nehme meistens diese hier. Damit meint man das Folgende. Auch das schreibe ich erstmal hin und dann gucken wir uns nochmal an, wie das gemeint sein könnte. Die Menge aller Paare xy aus f, sodass x aus c ist. Das heißt, ich gehe alle Paare durch, die in f drin sind, nehme aber nur die, bei denen links ein Element der Menge c steht. Das Ding, was da rauskommt, ist wieder eine Funktion. F war eine Funktion, f ist eine Menge von Paaren und ich nehme von diesen Paaren einige weg, dann habe ich natürlich immer noch eine Menge von Paaren und wenn die vorher rechtseindeutig war, dann ist sie natürlich jetzt immer noch rechtseindeutig, denn Rechtseindeutigkeit kann ja nur dadurch kaputt gehen, dass ich zu viele Paare habe. Wenn ich Paare wegnehme, kann ich nicht auf einmal Rechtseindeutigkeit kriegen. Der entscheidende Punkt ist, die Restriktion ist selbst wieder eine Funktion. Andere Schreibweisen dafür, diese hier, da macht man so eine umgedrehte 1. Das wird auch manchmal benutzt, werden Sie auch öfter mal in Büchern finden. Vielleicht wieder ein Bild. Nehmen wir wieder das Ding von eben. Dann nehme ich mir wieder eine Teilmenge raus, zum Beispiel die hier. Jetzt bekomme ich eine neue Funktion, deren Definitionsbereich nur noch c ist. Die macht dasselbe wie f, aber nur noch auf diesem eingeschränkten Definitionsbereich. Daher der Name eingeschränkt. Ich habe quasi gewisse Elemente des Definitionsbereichs ausgeschlossen und habe gesagt, du gehörst nicht mehr dazu. Ansonsten kann ich aber jetzt den Rest abmalen. Es würde mich auch niemand hindern, die gleiche Zielmenge zu nehmen. Ich muss jetzt nur gucken, dass die Pfeile dasselbe machen wie vorher. Dieser ging hierhin und dieser hier, das war der. Das, was jetzt hier steht, ist die Funktion f eingeschränkt auf c. Ich habe extra ein neues Bild genommen, um klarzumachen, dass ich eine neue Funktion bekomme. Aber auch dieser Begriff ist, wenn Sie ein Bild vor Ihrem inneren Auge haben, glaube ich, nicht so schwer. Gucken wir uns dazu auch mal ein Beispiel an. Diese Funktion, die n auf n plus 1 abbildet. Und wir nehmen die gleichen Mengen wie oben, gerade, ungerade, g und u. Und gucken uns jetzt an die Funktion f eingeschränkt auf g. Die können wir jetzt auch ganz simpel hinschreiben. Das Einzige, was sich ändert ist, weil ich auf die Menge g eingeschränkt habe, ist das jetzt der neue Definitionsbereich. Einschränken heißt einfach, dass ich den Definitionsbereich ändere der Menge. Den mache ich kleiner. Was sich nicht ändert ist, dass natürliche Zahlen rauskommen. Und was sich nicht ändert, ist die Abbildungsvorschrift. Das bleibt alles gleich, weil ich ja die gleichen Paare wie vorher nehme. Ich nehme nur weniger Paare. Was ist der Definitionsbereich von dieser neuen Funktion? Das ist einfach groß g. Das steht ja da. Wenn Sie eine Funktion einschränken auf eine Menge c, dann ist der Definitionsbereich einfach c. So ein kleines bisschen interessanter ist vielleicht die Frage, was der Wertebereich dieser neuen Funktion wäre. Das ist eine andere Funktion als vorher. Eine, in die ich nur gerade Zahlen einsetzen darf. Darum ist der Wertebereich jetzt die Menge der ungeraden Zahlen bei dieser Funktion.